Brüder und Schwestern in Christus, bis vor 5 Tagen war ich noch Pfarrer, jetzt nicht mehr. Ich wurde von dieser Aufgabe entbunden und es war auch nicht einfach. Also 4 Jahre war ich in St. Pölten tätig, wo vieles sehr kompliziert war für mich persönlich, da anzukommen. Aber ich habe da auch Fuß gefasst und es war dann doch nach 4 Jahren nicht so einfach wegzugehen. Ihr wart auch bis vor kurzem eine selbstständige Pfarrer hier. Jetzt seid ihr auch eine selbstständige Pfarrer, nur das Pfarramt und der Pfarrer sind woanders. Und man muss auf sehr vieles verzichten. Klar, die Pfarrkanzlei ist noch hier im Ort, aber man muss woanders gehen. Einiges geschieht hier nicht mehr vor Ort. Viel mehr Verantwortung muss man übernehmen, damit das pfarrliche Leben auch hier geschehen kann. Also eine große Veränderung für mich, für euch auch. Ich habe in meinem Leben so etliche Versetzungen durchgemacht und es ist dann nie einfach, an einem neuen Ort anzukommen. So ist es auch hier. Also ich habe keine Angst vor euch, die ihr hier seid, oder von den Menschen, die hier rundherum wohnen. Aber das, was hier im Haus auf uns wartet, das ist immer eine Umstellung, auch eine große Arbeit, eine Herausforderung. Wir haben heute in der ersten Lesung und im Evangelium eigentlich dasselbe Gleichnis gehört, wo dem Haus Israel, also dem Volk Gottes, vorgeworfen wird, dass es trotz seiner Erwählung, trotzdem, dass es das auserwählte Volk Gottes war und ist, immer noch, auch heute, das alles vernachlässigt hat und eigentlich das, was Gott ihnen geschenkt hat, verloren ging. Gott hat ihnen das verheißene Land geschenkt. Ein Land, wo es Honig und Milch gab und alles Gute. Es musste zwar erobert werden, aber mit Gott Vertrauen und den eigenen Mitteln ist es möglich gewesen, dort zu leben. Doch dieses Volk, dieses von Gott geliebte, zuerst geliebte Volk, hat sich von ihm abgewandt. Und das, was wir im Buch Jesaja hören und was Jesus dann auch sagt, das ist etwas, also für mich, Erschreckendes. Weil als Gott bemerkt, dass dieser von ihm geliebte Weinberg, das geliebte Volk sich von ihm abwendet, sagt er zu ihnen: Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zu Weide, an meine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt, zu Ödland will ich ihn machen und so weiter. Also keine schöne Perspektive. Dasselbe sagt Jesus. Was wird Gott mit den Menschen tun, die den Sohn Gottes, also ihn selbst, verworfen haben? Was wird Gott wohl mit denen tun? Man kann sich das denken. Nichts Gutes. Und das sagt Jesus, von dem also ich auch überzeugt bin, der ist ein recht angenehmer Mensch. Er wollte den Leuten Gutes tun, sie zum Leben führen, zum Leben in Fülle. Warum sagt er sowas? Warum droht er? Warum sagt Jesus, Gott, uns Menschen, dass wir sehr vieles verlieren werden, weil wir ihm immer wieder untreu werden? Man muss genauer hinschauen, was dieser Verlust ist. Im Evangelium kommt es vielleicht nicht so gut, also man kann es nicht so gut sehen. In der Lesung aus dem Buch Jesaja ist es besser sichtbar. Gott wird die Mauern, die schützende Hecke niederreißen, damit dieser Weinberg, der gehegt und gepflegt worden ist, von Gott selbst zum Weideland wird für die Völker, dass da Tiere kommen können und dieses Land zertrampeln.
Das ist immer noch nichts Schönes, aber wenn man sich das so vorstellt, zwar wird dieser Weinberg zerstört, er ist schon kaputt, er ist es. Und so ist es auch sehr oft in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Vieles in dem, wie wir Christus nachfolgen, man muss ehrlich sein, ist nicht so, wie es sein sollte. Wenn ich auf mein Leben schaue und wenn ich dann beichten gehe, dann weiß ich, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Deswegen lohnt es sich auch übrigens zu beichten, damit man es weiß, was in meinem Leben verfault ist, was nicht in Ordnung ist. Und wenn man das sieht, dann bereitet Gott dir und mir einen Ausweg. Er wird es niederreißen, das, was kaputt ist, was hin ist, wo es keine Rettung mehr gibt. Für die Dinge in deinem Leben, die nicht funktionieren. Es gibt so manches immer. Und er wird dieses Kaputte zum Weideland machen. Es wird zertrampelt, ja. Weil das tut weh, wenn man etwas abgeben muss, was einem ans Herz gewachsen ist, aber was vielleicht nicht mehr das Beste für dich ist. Und dann kann Neues wachsen. Neues Leben für dich. Da, wo es keine Hoffnung für Leben gibt. Ich lade euch dazu ein, überlegt euch, was in eurem Leben das Kaputteste ist, was es gibt. Es muss nichts Großes sein. Es gibt immer so Dinge, von denen man weiß, das ist nicht mehr zu retten. Das habe ich, da bin ich versagt. Wenn du nichts findest, glücklich bist du. Aber überlegt euch das, was in meinem Leben wirklich kaputt ist. Und Gott sagt heute zu uns, ich will es niederreißen, damit da Neues entstehen kann, damit du Fuß fassen kannst, damit du Leben finden kannst, damit du wieder in meine Nachfolge trittst. Wir sind sehr oft bequem in dieser Nachfolge. Gott spricht auch heute in diesen Lesungen von seinem Volk. Man kann es auch auf uns beziehen, nicht nur auf das Volk Israel. Man muss es auf uns beziehen, auf seine Kirche. Was in dieser Kirche kaputt ist, was ist hin? Das sind nicht die Regeln, die da vielleicht in Rom aufgestellt werden oder in Wien von der Diözese. Das sind die kleinsten Probleme. Das, was nicht funktioniert, ist die persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Hast du dich für ihn schon entschieden? Wenn ja, entscheide dich noch einmal. Und noch einmal und noch einmal. Das ist Nachfolge. Das ist schwierig. In der Kirche sieht es so aus, wie es aussieht, weil ihr vielleicht nicht, also wir hier sind in diesem Raum, wir sind vielleicht nicht so lahm in der Nachfolge, ihr seid ja gekommen. Euch ist es etwas wert, der Gottesdienst am Sonntag. Aber wie viele sind getauft und keine Ahnung von Gott haben oder keine Ahnung haben wollen? Das ist das, was in der Kirche verfault ist. Nicht, dass diese Leute schlecht sind, sondern dass ihre Nachfolge keine ist. Das ist eine Warnung an jeden von uns. Nicht eine Warnung, wo Gott am Ende steht und dich zerschlagen wird, sondern eine Warnung, wo Gott uns etwas vor Augen stellt, die Konsequenzen. Wenn du mir nachfolgst, hast du Leben in Fülle. Wenn du mir nicht nachfolgst, ja, dann bereitest du dir selber dein Los. Es ist eine Sache des Vertrauens. Vertraue ich mehr auf meine Kräfte, auf
meinen Lebensentwurf oder lasse ich mich darauf ein, was Gott mir anbietet? Was manchmal schwierig ist, wie zum Beispiel jetzt mit der Pfarrzusammenlegung. Das ist schwierig. Ich sage nicht, dass die Situation so schlimm war, dass man das ändern musste. Es ist einfach so gekommen. Aber man kann dem, was man verliert, was Gott einem wegnimmt, weil das bekommen wir nicht zurück mit der Pfarre. Das ist schon, wo es ist und Schluss. Aber was macht man damit? Bleibt man vielleicht in diesem Zurückblicken, oh, was haben wir verloren und so weiter? Oder lässt man sich auf die neue Situation ein? Es ist eine Chance für alle. Nicht nur für uns, sondern auch für Südstadt. Wir alle sind dazu berufen, das Evangelium zu verkünden. Nicht nur unser Pfarrer, sondern du auch. Das, wie du lebst, ist entscheidend für viele. Wir wissen das nicht, wie wir auf andere wirken. Aber deswegen lohnt es sich, Gott nachzufolgen, weil diese Nachfolge führt nicht nur dich zum Leben, sondern auch die Menschen um dich herum. Und so, wenn du ihm nachfolgst, wirst du zu seinem Werkzeug. Und als sein Werkzeug wirst du andere zum Leben führen. Du wirst diesen Weinberg vielleicht ein bisschen zertrampeln, was nicht mehr zu retten ist, aber du wirst ermöglichen, dass da Neues wächst, neues Gras und dass da Neue kommen, um sich dort zu weiden. Gott lädt uns dazu ein, uns zu öffnen. Nicht immer auf das, was von außen kommt, sondern vor allem auf das, was von ihm kommt. Da gibt er Garantie. Wenn du das tust, hast du das ewige Leben. Und das bedeutet, hast das Leben schon hier empfangen. Wirst andere zum Leben hinführen. Und dann wird es vielleicht so sein, wie der Apostel Paulus das beschrieben hat. Unter uns soll es so sein. Er schreibt schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert, darauf seid bedacht. Wenn wir ihm folgen, sollen wir so sein, wie Paulus das beschreibt. Edel, wahrhaft, rechtschaffen, lauter, liebenswert für andere. Wenn du mit einem grimmigen Gesicht durch das Leben gehst, wirst du keinen für Christus gewinnen können. Für dich auch nicht wirklich. Ansprechend sollen wir sein. Wir sollen tugendhaft leben. Das sind die Anweisungen, wie das gehen kann. Damit wir nicht dieser zertrampelte, verlorene Weinberg sind, sondern diese schöne Weide, auf die alle kommen können, um dort Gott zu erfahren. An dir, an deinem Leben will Gott andere an sich teilhaben lassen. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz. Verzeiht mir, ich bin ein Pole. Das ist manchmal kompliziert für mich. Es geht nur kurz darum, dass Gott durch dich andere an der Erlösung teilhaben will oder ihnen diese Erlösung ermöglichen möchte. Er will sie durch dein Leben, durch dich, durch deinen Einsatz hinführen. Zu seinem Volk, zu seiner Kirche. Und es gibt so viele, die weit sind. Du kannst so viele begeistern. Und du musst nicht immer mit dem Kreuz herumlaufen und andere bekehren. Bekehrung ist was anderes. Das ist andere von der Sache Christi begeistern lassen. Wenn du das schaffst, bist du ein Apostel des Herrn. Nicht weniger als der Apostel Paulus, vielleicht noch mehr als er gewesen ist. Gott lädt uns heute dazu ein, uns auf seine Botschaft einzulassen, auf diese Botschaft zu hören und sie in unserem Leben Fuß fassen zu lassen, wahr werden lassen.
Und die Frage heute am Abend, die entscheidende ist, lass ich mich auf diese Botschaft ein? Lässt du dich auf diese Botschaft ein?